Eine gute Infografik muss informativ sein, sie muss intuitiv erfassbar sein. Sie muss auch eine gewisse Ästhetik haben, damit sie den Betrachter in ihren Bann ziehen kann. Mein Name ist Jan Ape. Ich bin seit gut 5 Jahren Projektmanager bei der Bertelsmann Stiftung im Projekt Global Economic Dynamics. Ich war schon immer fasziniert von großen Fragestellungen, von fundamentalen Themen. Globalisierung ist neben dem technischen Fortschritt sicherlich der Trend, der uns alle betrifft und der die Welt radikal verändert hat und noch mehr verändern wird. Wenn Sie 10 Länder miteinander vergleichen wollen, dann gucken Sie 10-mal das Einkommen oder sowas an. Wenn Sie aber sämtliche bilateralen Handelsbeziehungen zwischen 10 Ländern angucken wollen, da haben Sie dann schon eine ganze Menge von Verbindungen, die Sie irgendwie auf einmal darstellen wollen, und da bieten sich natürlich Visualisierungen an. Meine Rolle bei der Entwicklung von GetWiz war das Projektmanagement, die Koordination von dem Ganzen. Ich habe dieses Projekt initiiert und dann eben ein Team zusammengestellt aus Designern, aus Programmierern und so weiter. Und natürlich ist so ein komplexes Projekt immer eine Teamleistung. Und ohne die ganzen Leute, die ganz hervorragende Arbeit geleistet hätten, hätten wir dieses Tool niemals so weit kriegen können und wäre es nicht das, was es heute ist.